Grallus ist da! Ah! Und damit willkommen zurück zu Yo-Kai Watch. Wir haben im letzten Part maximale Feeds in der Lenzhausener Kanalisation geklatscht und heute geht's für uns hier in die Schreckenszeit, wie ich es auch schon angekündigt habe. Und heute werden wir gucken, dass wir ja den Guten, den Bösen, den allseits bekannten Ogralus klatschen. Das ist das heutige Ziel, unsere heutige Aufgabe. Ich hoffe persönlich, dass mein Yokai-Team dafür ausreichend gelevelt ist. Ich weiß es nicht. Letztens, oder halt im letzten Part, hatten wir gegen maximale Fits ordentlich Nackenklatsche erhalten und mussten auch ordentlich aufheilen. Und ich hoffe persönlich, dass es heute nicht so sein wird, dass wir mit unserem Team eine reelle Chance haben, gegen Ogralus vorzudringen. Und ich will, bevor wir gegen ihn kämpfen, nochmal soweit alles mitnehmen, was möglich ist. Und oh Gott, ey, lass mich doch bitte hier durch. Ach. Los, Wirreführer, dreh dich um. Bleib hier nicht stehen, dreh dich um. Danke. Wo ist der? Ja, ist mir egal. Jedenfalls, ich will alles mitnehmen, was möglich ist. Ich möchte soweit, oh Gott, mein Möglichstes tun, um alle Truhen soweit zu finden. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt eben nicht. Fakt ist, wir werden jetzt gleich in den Kampf reinsteppen und werden ihn besiegen, damit nämlich in der nächsten Schreckenszeitsequenz Orkanos kommen kann, also die schwarze Version von Gargaros. Und oh Gott, oh Gott, das ist mir gerade zu heikel. Oi, oi, oi. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden, alle möglichen Thronen zu finden, weil oh, das ist hier so krass bewacht. Auch wenn ich die Thronen hier sehen kann und so weiter, aber es ist nicht leicht, an die Thronen ranzukommen. Ich lebe gefährlich. Ich lebe sehr gefährlich. Heiliger Bimsbams. So, jetzt drehe ich mich um. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Ist das hier schwer, Alter? Woo! Aber durch die ganzen Büsche, die es hier gibt, können wir uns eigentlich ganz gut durchsnensen. Okay. Ogralus läuft nach unten. Ogralus ist ja, wie ihr gerade eben gesehen habt, die blaue Version von Gargaros und dementsprechend auch schwerer zu besiegen. Damals haben wir, glaube ich, mit einem Level 60er Team, Level 50er bis 60er Team es geschafft, Gargaros zu besiegen. Da könnte man ja eigentlich meinen, dass wir jetzt mit einem Level 80er Team im Durchschnitt noch weniger Probleme haben sollten, aber das kann man halt nie genau sagen. Okay, hier müssen wir einfach nur durch das Haus oder hinter das Haus und können hier zur Truhe. Die Drachenkugel, ist der nicht sogar für das Recolor von Drachenfürst? Ich habe keine Ahnung. So, wie viele Truhen haben wir denn? 3 von 5, alles klar. Hm. Das heißt, 2 fehlen noch und eine könnte im Westen sein. Und eine vielleicht noch im Süden. Das Ding ist, ich darf halt die Karte nicht so weit rauszoomen lassen, weil sonst sehe ich es nicht mehr, wo sich die Truhen aufhalten. Die verschwinden nämlich beim Rauszoomen aus Gründen. Oh Gott, okay, da kommen mehrere Wirreführer aus sämtlichen Ecken an. Das Gute ist aber, dass Wirreführer hier auf der Straße läuft. Das heißt, er kann mich nicht sehen. Das heißt, ich kann zur Truhe. Armreif des Unholz. Wir gucken natürlich, bevor wir gegen Ogralus kämpfen, dass wir unser Team nochmal ein bisschen aufstärken mit den Items. Damit wir vielleicht noch bessere Chancen haben. Damit die Chancen nicht so schlecht stehen. Weil ich glaube, dass einige meiner Yokai momentan ziemlich schwache Items am Start haben. Heuiui. Hat er sich gerade teleportiert oder kam gerade ein zweiter Ogralus? Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß, dass es in Yo-Kai Watch 2 so war, dass auch nach der Zeit mehrere Onis aufs Feld kamen. Okay, da darf ich nicht durchlaufen, das ist auch ein bisschen zu kritisch. Okay, aber Ogralus hat sich aber in eine andere Richtung bewegt und geht da auch weiter. Okay, perfekt, das heißt, wir können das nutzen und ich glaube echt, die letzte Truhe ist hier im Westen. Oder in der Schule, das wäre auch nicht schlecht. Gut, da ist die nächste Truhe nicht. Das heißt, die muss halt wirklich in der Schule sein. Oder im Kindergarten, das werden wir gleich sehen. Hier wäre halt ein undankbarer Truhenspot gewesen, weil hier, wie ihr sehen könnt, einmal ein Wirreführer rumläuft und dann noch da einige andere Onis. Oh Gott, Alter, als würde er wissen, wo ich bin. Er verfolgt mich. Die alte Stalker-Sau. Okay, wir versuchen den Hintereingang der Schule zu benutzen. Oh Gott, Alter. Sich hier nicht erwischen zu lassen, ist echt eine Mammutaufgabe. Aber wo ist denn jetzt die Truhe? Ich kann sie hier nicht sehen. Jedenfalls, wir gehen mal ins Inventar und schauen, dass wir vielleicht... Oder wir gehen zu den Medaillen und gucken, dass wir unseren Yokai vielleicht etwas Besseres anbieten können als die Eintipps, die sie momentan haben. Mhm. Denn wir haben nämlich einige neue Items bekommen. Ich hoffe, dass sie uns auch etwas bringen. Ningen. Gut, also bei Schattenato würde ich eigentlich beim Geist bleiben. Warte mal, was hat er ausgerüstet? Er hat das Rüstungsamulett ausgerüstet? Nein. Doch, oder? Nein. Hä? Warte mal kurz. Hat er echt das Rüstungsamulett ausgerüstet? Boah, das ist ja mega weak. Jetzt hat er das Amulett der Galaxie. Auch nicht schlecht. Wir sollten aber bei ihm vielleicht eher auf Geist gehen. Was sagt ihr? Damit die Abwehr nicht so down geht. Wo haben wir denn gute Geist-Items? Hier hätten wir... Da geht aber leider die Abwehr runter. Die würde halt dann übelst leiden. Wir könnten zwar vielleicht dann mit dem höheren Geistwert mehr heilen, aber... Ja, ich mach's mal. Ich mach's mal. So, mal gucken, was wir ihm jetzt andrehen können. Er hat den Ring der Illusion. Das ist auch relativ schwach. Also, das wollte ich halt jetzt ein bisschen aktualisieren, dass meine Yokai etwas stärkere Items bekommen. Gut, das lasse ich ihm drin. Dem guten Shogunem-Bruders. Hallo? Guten Tag. Er hat nämlich jetzt eine KP-stehlendes Item am Start. Ja, das ist sehr nice. Okay, er hat Armriff des Unholz. Das lasse ich drin. Okay, Vipto hat mehr Tempo. Das ist auch jetzt gar nicht mal so schlau. Lul. Da würde ich vielleicht auch ein bisschen mehr auf Abwehr gehen, oder? Wobei, dass er auf Stärke ist, ist gar nicht schlecht, weil er eh ein etwas physischerer Charakter ist. Aber mal schauen. Ja, ich gehe bei ihm mal ein bisschen mehr auf Abwehr. Bekommt er das Amulett der Galaxie? Passt. So, und Drachenfürst, was hat er? Das alte Amu. Ach du Scheiße. Ja, es ist sehr alt. Guckt euch das mal an. Wow. Ja, und auch hier gehen wir nochmal auf das Amulett der Galaxie und hätten unser Team soweit gestärkt. So, jetzt will ich aber trotzdem wissen, wo bitte... ist die Truhe. Ah, auf dem Schulhof, okay. Würde ich sagen, wir rennen da jetzt straight durch, auch wenn wir uns erwischen lassen. Egal, wir müssen eh gleich gegen Ogralus kämpfen, deswegen. Scheiß drauf. Was bekommen wir hier raus? Noch ein Amulett der Galaxie. Alles klar. So, wir sind, glaube ich, bereit. Wir haben
unsere Yoka soweit trainiert, deswegen versuchen wir ihn wegzubonern. Und er kommt angelaufen, ja moin! Nathan, was machst du da? Versuchen wir soweit es geht, von ihm wegzurennen, lul. Fakt ist, er wird uns gleich einholen. Und das wird jetzt passieren. Also, moin! Wow, wo kommt der denn her? Na gut. Orgralos, auf geht's. Ich habe sehr viel Angst, weil ich das Gefühl habe, er wird uns übelst wegklatschen. Aber wir gucken mal. Erstmal direkt die Kryo-Ultiseele machen. Wasserfall. Das macht gar nicht mal so viel Schaden bei ihm. Aber er könnte... Ist es nicht sogar der Joker, der sich hier aufheilen kann? 200 Schaden. Und er macht den Albtraumschlag. Da gehen wir direkt mal hier. Machen das Duell der Onis. Mal gucken, ob er auf... Ihn geht. Ja, und er geht... Oh, aber nicht One-Hit. Nicht One-Hit, aber im zweiten Versuch hat er ihn dann geklatscht. Schade, schade, Marmelade. Lass ihn in Ruhe. Und wir können die Ultisee mit Ogralos machen. Mit Gilgoros. Gilgoros. Gut, 241. Nice. Das ist nice. Und wir heilen ihn nochmal kurz auf. Hey, ich wollte doch... Nein! Ich wollte das Öl nicht benutzen. Was soll der Scheiß? Ja, egal. Wir können uns eh nicht mit ihm anfreunden, oder? Also ist auch vollkommen egal, was wir bekommen. Kannst du bitte aufheilen? Dann mache ich das halt. Also wenn Chatnator nicht heilen will, dann mache ich das eben. Weil solange Shogun dann gestärkt ist, nehme ich das mit. Und Chatnator heilt knapp 100. Also ich weiß nicht, ob das Amulett was gebracht hat, aber ich hoffe es. Gut, er hat schon, ich will nicht sagen, relativ viel verloren, aber... Das kann sich sehen lassen. Okay. Ihr müsst euch bei Ogralos und bei den ganzen Onis eh jedes Mal merken, dass sie bevorzugt die Yokai angreifen, die auch gerade einen Angriff tätigen wollen. Das heißt, wenn Chatnator gerade eine Ultisil machen will, wird Ogralos vermehrt auf ihn draufgehen. Oder wenn Wipdo jetzt eine Ultisil macht, wird Ogralos vermehrt auf ihn draufgehen. Wie ihr sehen könnt. Trifft aber nicht. Jawohl! So, und direkt mal mit Drachenfürst drauf. Mal gucken, wie viel er aushält. Drachenfürst ist ein etwas tankigerer Yokai. Mit sehr vielen Life Points. Und das sollte... Oh, okay, doch nicht. Okay, Drachenfürst scheint eine Schwäche gegenüber Wasser zu haben. Also, moin. Okay, bye. Scheiße. Ja. Wir machen folgendes. Wir nutzen die momentane Stärke von Drachenfürst und lassen ihn vorne. Schaut dazu, bitte heilen sie. Ich darf nicht mal meine... Hey, komm schon. Ja, hätte eh nichts gebracht. Okay, also er macht übelst viel Schaden. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet von ihm. Und schon sind zwei unserer Yokai tot. Ach, komm schon! Es ist so unfair. Weißt du, wenn Schattenator nicht heilen will, was soll ich dagegen, was soll ich dagegen machen, oder? Weil so kann ich hier nichts machen. Ich kann so nicht arbeiten. Hm.
Okay, das Gute ist, die Wasserattacken ziehen bei Vipto überhaupt nichts ab. Das heißt, er kann das eigentlich wegtanken. Wie ist er gerade eben bitte schon gestorben? Durch einen Schlagangriff, durch einen physischen Angriff von ihm? Möglich ist es. So, Schatten, bitte heil ihn nochmal auf. Bitte heil ihn auf. Ja, nice, perfekt. Okay, wir konnten uns ein bisschen stabilisieren. So, ein Kryo ist auch wieder full heal. Bevor wir jetzt Drachenfürst aufhören, würde ich sagen, wir heilen nochmal alle möglichen Yokai auf, die im Eimer sind. Und das sind nicht mal so wenige. So. Da gehe ich jetzt ein bisschen... Ja, hier gehe ich auf Viptor, weil er würde eh sterben. Deswegen, wir gehen auf ihn drauf. Heilen ihn nochmal auf. Dann passt das. War vielleicht taktisch gar nicht so schlecht, jetzt mit Viptor zu arbeiten. Mit ihm den Tod zu planen. Um ihn dann aufzuheilen, um dann nochmal die Ulti-Seal von ihm zu machen. Ist er aber bei der Hälfte? Ja, er ist bei der Hälfte seiner Lebenspunkte. Okay. Also, ihr seht auch hier mit Level 80 übelste Probleme. Und ich glaube nicht, dass das mit Level 99... Ja, ich weiß es nicht. Hätten wir mit Level 99 pro Teammate mehr Chancen gehabt? So, jetzt haben wir noch einmal Viptor kurz auf und dann geht's daran, Drachenfürst zu heilen. Aber gerade eben waren wir ja mega unstabil, Alter. Wir sind ja ständig gestorben. Und ihr seht hier, mit den beiden klappt's auf einmal. Was ist denn hier los, Mann? Ist vielleicht taktisch ein bisschen, ja, ich sag mal, Pussy, hier mit Viptor und Schattenarte zu arbeiten. Aber ihr seht, bei den beiden funktioniert's. Seitdem wir die beiden vorne haben, sterben wir nicht mehr so oft. Nudel allerlei. Ja, moin. Und da unser Team jetzt wieder übel stabil ist, würde ich sagen, wir pumpen gleich mal direkt die Kryo-Ulti-See rein. Ja, moin. Macht er echt nur die Wasserattacken? Kann er nur den Wasserfall machen? Ich dachte, er macht auch mit seinem Schlagschläge, ohne seine Ulti-See zu benutzen. Dann wird Kryo nochmal kurz geheilt. Snide. Und damit ist unser Team wieder full heal. Also ihr seht, man kann sich halt doch wieder stabilisieren. Nur mit Drachenfürst ist halt das Problem, der hält halt nichts mehr aus. Den sollten wir auch vielleicht tot lassen, weil es mit ihm nichts bringt. Wir würden halt nur Medizin verschwenden, so. Wisst ihr, was ich meine? Und somit auch einen möglichen Heilzug. So, wir nutzen mal Volt Extrem auf Kryo nochmal. Das hat seine Ulti-Seal nicht aufgefüllt. Okay, das ist gerade ein kleines Problem. Dass wir unseren Healer nicht mehr am Start haben. Und ihr seht auch anhand dessen, wir brauchen einfach einen zweiten Heiler. So, Drachenfürst ist halt an der komplett falschen Position. So, der hat in diesem Team eigentlich nichts mehr verloren. Klar ist er etwas tanky und so, aber das bringt uns hier nichts mehr. Natürlich macht er Crit. Ey, es ist so undankbare Scheiße, ne? Wir müssen Gilgaros opfern. Vielleicht überlebt das nochmal. Ne, natürlich nicht. Und jetzt sind wir wieder mega unstabil. Wow. Ich nutze meine letzte Medizin, die ich habe, für Viptor. Ach, was soll das denn? Ich verstehe das nicht. So, wenn er halt nur seinen Wasserfall zieht, haben wir echt gute Chancen, das zu überleben. Aber bei allem anderen,
Wenn er seine Schläge zieht, und das macht er dann scheinbar doch, wie wir gerade eben gesehen haben, haben wir gar keine Chance. Jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir über die beiden das Team stabilisieren. Und müssen halt wieder und wieder versuchen, dass wir die Medizin benutzen, um aufzuheilen. Alter, Schattenato, heil doch auf, du Arschloch. Mal ganz kurz auf Volt Extrem gehen, ja? Fehlt Seelenanzeige enorm. Hat sie in Yo-Kai Watch 2 nicht sogar alles aufgefüllt? Also komplett die Anzeige? Puh. So, wir gehen gleich auf Kryo und heilen ihn erstmal auf. Damit wir auch gleich seine Ulti ziehen können. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viel Schaden die zieht, aber hoffen wir, dass es nicht wenig ist. 200 bis 300 müssten da eigentlich Minimum sein. Ja, ist in Ordnung. Und wir konnten uns soweit wieder stabilisieren. Wichtig. So, mal ganz kurz Viptor auf. Es ist natürlich ein bisschen Pussy, das gebe ich zu. Aber ich habe ja auch, ich kann auch sonst nichts machen. So. Ich merke so, wenn wir gegen Orkanos kämpfen müssen, also der stärksten Version der Oni. Parallel von Gilgoros aus gesehen. Da müssten wir einfach auf Level 99 sein, weil sonst haben wir gar keine Chance. Ich weiß nicht, was ich in den Kommentaren nochmal gelesen habe, auf welchem Level man sein müsste, um mit Gilgoros und mit Orkanos kämpfen zu dürfen, aber ich habe... Hui. Aber ich habe in den Kommentaren gelesen, irgendwas, dass bei Orkanos man auf jeden Fall Level 99 sein sollte. Und bei Gilgoros und bei Ogralus, jetzt haben wir es. Ich meine, da war es Level 90 herum. Level 80 bis 90, irgendwie so. So, und er ist auch fast tot. Na, ob Viptor das jetzt überlebt? Wir könnten jedenfalls ein bisschen Zeit rausholen. Aber der wird sterben. Oh, ja, aber klar. Aber ihr merkt, sobald Schattenato tot ist, ist Feierabend. So, dann müssen wir halt echt gucken, dass wir sofort ihn wiederbeleben, weil ansonsten können wir uns hier nicht mehr heilen. So, mal gucken, ob Gilgoros den Ehrenschlag Bruders macht. Mal gucken. So, Goldabreibung in die Fresse. Mois! Okay, hat doch noch ein bisschen mehr Leben, als ich gedacht habe. Kritische Situation. Ja... Natürlich, das war so klar. Natürlich geht er nicht auf Viptor drauf. Weil wahrscheinlich Schattenato das Potenzial hätte, die Ultisil zu ziehen. Und deswegen denkt er sich so, nö, jetzt gehe ich auf den drauf. Bevor der mir noch was... ja, es ist einfach so ein Scheiß. Ach, das kann doch nicht sein. Ja, wir müssen hier so Zeit rausholen. Das ist halt echt wieder ein... Übelster Scheiß, aber was soll ich tun? Wir müssen jetzt taktisch gesehen... Ja, darf ich da trotzdem... Hallo? Oh mein Gott, er ist besiegt! Es kam jetzt plötzlich als gedacht. Ich dachte, er hätte noch ein bisschen was an Life Points gehabt. Also ihr seht, wenn man auf Level 80 ist, muss man ständig heilen. Deswegen empfehle ich euch, geht auf Level 90 oder direkt auf Level 99. Dann habt ihr nämlich keine Probleme. Das werde ich mir für Orkanos auf jeden Fall merken. Je. 10.000 EP gibt es dafür. Relativ mager, um ehrlich zu sein, ne?
Richtiger Magerquark. Aber ja, wir hätten es geschafft. Und damit beende ich den Part, Brudingos. Ich mache mich so ein bisschen ans Aufleveln der Yokai. Damit die auch langsam mal ein bisschen höher kommen. Und ich weiß nicht, was wir im nächsten Part tun werden. Ob wir gegen Butzmon kämpfen werden oder ob wir letzten Endes uns den legendären Yokai widmen. Im besten Falle vielleicht sogar Fatih Blum, damit ich den schon mal habe. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir sehen. Oh, du hast jetzt sogar Ogralus besiegt. Kai, du bist der Hammer. Aber mich beschleicht das Gefühl, dass uns bald jemand Ebenbürtiges erwartet. Dort draußen wartet ein legendärer schwarzer Oni auf uns. Und den werden wir bald sehen. Ich denke nicht im nächsten Part, aber in baldiger Zukunft. In diesem Sinne, Brudingos. Macht's gut, haut rein und ciao. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr mehr von mir sehen wollt und ihr habt diesen Kanal bisher noch nicht abonniert, dann macht das, damit ihr nichts mehr von Yo-Kai Watch verpasst. Zasast. Zasast.